Radio. A-G-G-R-O-Radio. Oh Mann, ist das geil. Die ersten Lines auf Sidos dritten Soloalbum. Jetzt exklusiv auf Agro-Radio. An der Lehrer redet, ich schlafe. Es war ihm sowieso lieber, wenn ich mal nichts sage. Er hat geredet von Pythagoras und Parabellen. Ich sagte, wenn das Drogen sind, will ich ein paar bestellen. Er hat erzählt, dass er viel weiß, weil er viel reist, viel liest, viel schreibt. Er sagte, er bringt uns das Leben bei, er wüsste, dass es hart ist. Ich sagte, ja, ja, halt's Maul, du weißt gar nichts. Ich geh zum Arzt, einfach so aus reiner Höflichkeit. Doch er sagt mir, dass ich komme, wurde höchste Zeit. Er redet vom Psychosen und meinem zersetzten Magen. Dabei wollte ich doch nur ein paar Tabletten haben. Er will, dass ich alle meine Laster aufgebe. Nicht mehr koksen, kippen und saufen, weil ich dann draufgehe. Er sagt, ich müsse auf ihn hören, weil er ein Arzt ist. Ich sag, ja, ja, halt's Maul, du weißt gar nichts. Sie reden und reden vergeblich. Jeder zeigt mir den Weg, doch ich seh nichts. Dein Versuch, mich zu bekehren, scheitert kläglich. Du kannst mir nicht mehr helfen, also red nicht. Reden und reden vergeblich. Jeder zeigt, wie es geht, doch ich seh's nicht. Doch ich weiß, deine Kinder verstehen mich. Also unser Straßenjunge ist zurück. Sido hat sein drittes Soloalbum am Start. Und der Goldjunge hat ein Überbrett geschaffen. Also, sehnt euch nach dem Frühjahr, dann kommt der Maskenmann in eure Wohnzimmer. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Ein paar Aufbau, dann hab ich das erledigt. Ich denn der Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Oh, oh. Jeder Mann in meiner Stadt erlebt es. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Und ich weiß, ihr habt gedacht, es geht nicht doch. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Hast du eine Ahnung, wie es läuft in meiner Gegend? Meine Straße, mein Zuhause, mein Block. Hier gibt es Drogen von einem anderen Planeten. Massig Arbeitslosigkeit und kein Bock. So sieht's aus. Darum bin ich, wie ich bin. Ich lass mir nichts sagen. Ich nehm kein Blatt vor den Mund. Von mir aus könnt ihr mich schlagen. Ich bin kein Opfer, ich schreib ehrenlos. Der falsche Satz am falschen Platz. Du hast verkackt, der Krieg ging wieder los. Und dann rutscht mir hier und da mal ein Wort raus. Mit einem vielleicht nicht so angebrachten Wortlaut. Doch weil ich da keine Angst vor hab, komm ich sogar zu dir und hol mir meine Antwort ab. Dann geht es ruck, zuck, guck, guck, hier fliegen die Fetzen. Aber so schnell wie es anfing, ist es auch wieder vergessen. Dann geht es ab in den Club, auf ein Schluck, hit die Tassen hoch. Lass uns lieber die hassen, die es lebt zu hassen lohnt. Jeder Mann in meiner Stadt versteht es. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Ein paar Aufbau, dann hab ich das erlebt. Ich denn der Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Oh, oh. Jeder Mann in meiner Stadt erlebt es. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Und ich weiß, ihr habt gedacht, es geht nicht doch. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Wenn es abgeht, geht es ab. Und wenn du Kacke redest, hebst du ab. So ist hier das Leben. Dieser Mann verteidigt seine Ehre aus mit Schlägen. Komm mir nicht in meine Quere, das sind Regeln aus der Gegend. Dinge auszudiskutieren, hier passiert kaum. Hier gibt's erstmal eins auf die Backen wie Rasierschaum. Und wenn ich ausstick, gibt es Arsch auf. Fress wie beim Faustfick, bis man das Blaulicht sieht. Doch irgendwann legt sich jede Wut. Man schaut sich in die Augen, reicht sich die Hände, dann ist wieder gut. Und blickt nach vorne und nicht mehr zurück, auch wenn die Fetzen fliegen. Jeder weiß, Scherben bringen Glück. Und Pack schlägt sich, Pack verträgt sich tagtäglich. Alles legt sich, man steht sich, hebt sich die Kraft für was Besseres auf. Anstatt Zähne einzuschlagen, hau mit Jacks heraus. Als ich anfing zu rappen, wollte ich ne Maske haben. Es geht nicht ums Aussehen, ich habe was zu sagen. Also hat Spectre mir die Maske gemacht. Er sagte, mach einfach, was sie dir sagt, dann hast du die Macht. Der Maskenmann kommt zurück in eure Wohnzimmer. Sido ist zurück. Zurück zu seinen Wurzeln. Sein drittes Soloalbum ist schon jetzt sein dritter Klassiker. Doch sobald die Maske in meinem Gesicht war, hörte ich ne Stimme. Ein lyrisches Meisterwerk. Da, hey, hallo Kinder! Hi Anna, hi Thorsten und die anderen. Levent, leg das Handy weg. Okay, soll ich euch meine Geschichte erzählen? Dann hört zu jetzt. Die kleine Jenny war so niedlich, als sie 6 war. Doch dann bekam Mama ihre kleine Schwester. Jetzt war sie nicht mehr der Mittelpunkt, sie stand hinten an. Und dann mit 12 fing sie hemmungslos zu trinken an. Das war sowas wie ein Hilfeschrei, den keiner hört. Bei jedem Schluck hat sie gedacht, bitte Mama, sei empört. Doch Mama war nur selten da, keiner hat aufgepasst. Papa hat lieber mit Kollegen einen drauf gemacht. Jenny war draußen mit der Clique, hier war sie beliebt. Hier wird man verstanden, wenn man auf zu Hause
Hause Krise schiebt. Sie ging mit 13 auf Partys ab 18, schminken wie eine Nutte und dann rein in das Nachtleben. Ecstasy, Kokain, ficken auf'm Weiberklo, Flatrates auf'm 56 Tequila-Shots, einfach so. Wie viel mehr kann dieses Mädchen vertragen? Und ich sag, Kinder, kommt, wir müssen den Eltern was sagen. Und das geht, hey! Justin war nicht gerade ein Wunschkind, doch seine Mama ist der Meinung, abtreiben gleich umbringen. Das Problem war nur, dass Papa was dagegen hatte. Deshalb fand man Justin nachts in der Babyklappe. Er wuchs von klein auf im Heim auf, doch wenn der Betreuer was sagte, gab er einen Scheiß drauf. Er hat schnell gemerkt, dass das nicht sein Zuhause ist. Hier gibt man dir das Gefühl, dass du nicht zu gebrauchen bist. Dass er jemals 18 wird, kann man nur wenig hoffen, denn er raucht mit 6, kifft mit 8 und ist mit 10 besoffen. Sag, wie viel mehr kann dieser Junge vertragen? Und ich sag, Kinder, komm, wir müssen den Eltern was sagen. Und das geht, hey! Ich weiß das, so hast du immer was zu tun, auch wenn du frei hast. Pass immer auf, du musst ein Auge auf dein Balk haben. Am besten lässt du seine Glocke um den Hals tragen. Kinder sind teuer, also musst du Geld machen. Du musst Probleme erkennen, sie aus der Welt schaffen. Du musst zuhören in guten und in miesen Zeiten. Du musst da sein, du musst Liebe zeigen. Wer Kinder macht, der hat das so gewollt. Doch sobald es ernst wird mit der Erziehung, habt ihr die Hosen voll. Wie viel mehr kann die Jugend in Deutschland vertragen? Wie viel? Hört hin, wenn eure Kinder euch jetzt was sagen. Und das geht, hey! Es fing schon in der Schule an, der Lehrer redet, ich schlafe. Es war ihm sowieso lieber, wenn ich mal nix sage. Er hat geredet von Pythagoras und Parabellen. Ich sagte, wenn das Drogen sind, will ich ein paar bestellen. Er hat erzählt, dass er viel weiß, weil er viel reist, viel liest, viel schreibt. Er sagte, er bringt uns das Leben, weil er wüsste, dass es hart ist. Ich sagte, ja, ja, halt's Maul, du weißt gar nicht. Ich geh zum Arzt, einfach so aus reiner Höflichkeit. Doch er sagt mir, dass ich komme, wohl ne höchste Zeit. Er redet vom Psychosen und meinem zersetzten Magen. Dabei wollte ich doch nur ein paar Tabletten haben. Er will, dass ich alle meine Laster aufgebe. Nicht mehr kupfen, kippen und laufen, weil ich dann draufgehe. Er sagt, ich müsse auf ihn hören, weil er ein Arzt ist. Ich sag, ja, ja, halt's Maul, du weißt gar nicht. Sie reden und reden vergeblich. Jeder zeigt mir den Weg, doch ich seh nichts. Dein Versuch, mich zu bekehren, scheitert kläglich. Du kannst mir nicht mehr helfen, also red nicht. Sie reden und reden vergeblich. Jeder zeigt, wie es geht, doch ich seh's nicht. Doch ich weiß, deine Kinder verstehen mich. Also red nicht. Ich ruf den Ticker an, frag ihn, ob er helfen kann. Doch erstmal redet er über Gott und die Welt und dann schweift er ganz ab. Er sagt, dass er Angst hat. Er denkt, dass die CIA seine Wohnung verwanzt hat. Und er hat Kontakt mit Außerirdischen, mit riesengroßen Augen. Er meint, sie kommen immer wieder bei ihm ihre Drogen kaufen. Ja, ja. Er sagt, dass er jetzt weiß, was Gottes Plan ist. Ich sag, ach, halt dein Maul, du weißt gar nicht. Augen auf, Sido schlägt zurück. Am 16. Mai kommt die gleichnamige erste Single und am 30. Mai 2008 macht er die Trilogie perfekt. Als ich anfing zu rappen, wollte ich ne Maske haben. Es geht nicht ums Aussehen, ich habe was zu sagen. Also hat Spectre mir die Maske gemacht. Er sagte, mach einfach, was sie dir sagt, dann hast du die Macht. Ich und meine Maske. Das dritte Soloalbum vom Maskenmann ist am Start. Agro Berlin, Label Nummer 1. Ich bin nicht verrückt, kommt schon, alle singen. Es hört sich an wie Agoradio. Peace, yo. Peace, yo. Peace, yo. Weitersagen und Agro bleiben.